7219:29 der zur zweiten Halbzeit einwechselte Gomez ist bisher noch gar kein Faktor, wird von Heinz und Co. in der Freiburger Innenverteidigung sehr wirksam bewacht, 6.919:27 nach wenigen Momenten in Unterzahl sind die Breisgauer wieder vollzählig, 6.819:26 Koch steht einem wuchtigen Rechtsschuss von Zuber im Weg und blockt diesen mit dem Unterleib ab. Der gebürtige Pfälzer muss auf dem Feld behandelt werden. 6.619:24 Der Sportclub kann es weiterhin verhindern, dauerhaft hinten eingeschnürt zu werden. Er kann immer wieder Phasen einstreuen, in denen die Kugel länger in den eigenen Reihen gehalten wird. Bis auf Gosales von Schwolo parierten Schuss in Minute 55 steht die Gästeabwehr ziemlich sicher. 6.319:21 Griffo will den fälligen Freistoß aus zentralen 23 Metern direkt im Netz hinter Sieler unterbringen. Der ist aber gar nicht zum Eingreifen gezwungen, da die weiß-rote Mauer zur Ecke abfälscht. Die klären die Hausherren zweiten Anlauf, 6.219:19 gelbe Karte für Ozan Kabak, VfB Stuttgart. Kabak bringt Höhler im Rahmen eines Freiburger Umschaltmoments nach Petersens Querpass vom rechten Flügel als letzter Mann zu Fall. Da jedoch noch zwei Verteidiger in unmittelbarer Nähe sind, handelt es sich nicht um eine Notbremse. 6.119:18 Freiburgs Chancenverwertung ist fahrlässig. Schlotterbeck kommt nach einer Ecke von der rechten Fahne aus mittigen 5 Metern plötzlich unbedrängt zum Abschluss mit der Stirn. Der 21-Jährige verleiht dem Kopfball aber kaum Druck und setzt ihn zudem direkt in Zielers Arme. 5.919:17 Gentner gibt die Kapitänsbinde an Gomez ab und verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend. Dedavi soll frischen Wind in die offensiven Bemühungen der Schwaben bringen. 5.819:16 Einwechslung bei VfB Stuttgart Bindestrich größer als Daniel Dedavi. 5.819:16 Auswechslung bei VfB Stuttgart Bindestrich größer als Christian Gentner. 5.719:15 gelbe Karte für Benjamin Pavard VfB Stuttgart. Der Weltmeister kann einen Eckstoß nach einem Zweikampf mit Schlotterbeck nicht verhindern und schubst den Debütanten daraufhin zu Boden. Dies zieht eine Rudelbildung nach sich, an deren Ende Referee Aitek in Pavard mit Gelb bestraft. 5.519:13 Gosales lässt die Riesenchance zum Ausgleich ungenutzt. Eswein nimmt auf der rechten Außenbahn an Fahrt auf und zieht kurz vor der Grundlinie in den Strafraum ein. Er legt zurück in Richtung Elfmeterpunkt, wo Gosales ohne Bewacher in der Nähe abzieht. Schwolo lenkt den hohen Versuch in der halbrechten Ecke mit den Fingerspitzen der linken Hand über den Querbalken. 5.419:11 Sieler rettet in höchster Not gegen Griffo. Askasibar leistet sich im Mittelfeld den nächsten Fehlpass. Dies ermöglicht einen Freiburger Gegenstoß über halbrechts, wo Höhler das Spielgerät bis in den Strafraum treibt und dann Griffo in der Mitte bedient. Der Leihspieler aus Hoffenheim visiert aus 13 Metern die rechte Ecke an. Sieler ist schnell unten und verhindert das zweite Gegentor mit beiden Händen. 5.219:09 Die Breisgauer scheinen sich in der Pause vorgenommen zu haben, wieder aktiver am Geschehen teilzunehmen. Anfangsphase des zweiten Abschnitts ist deutlich ausgeglichener als die letzten Minuten vor dem Kabinengang, als Freiburg fast durchgängig in der eigenen Hälfte gefordert war. 4.919:05 Während Christian Streich in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, sind Markus Weinzierl die offensiven Probleme seiner Mannschaft nicht unverborgen geblieben. Mit Mario Gomez schickt er einen echten Freiburg-Schreck auf den Rasen. Der Ex-Nationalspieler hat in 12 Partien gegen den Sportclub 12 Mal getroffen. 4.619:04 11 Sekunden nach dem Wiederbeginn hat Höhler das 0:2 auf dem Fuß. Er stößt infolge eines hohen Anspiels in eine zentrale Lücke der Stuttgarter Abwehr und kommt aus 16 Metern unbedrängt zum Abschluss.
Der flache Ball rauscht nicht weit am rechten Pfosten vorbei. 4619:04 weiter geht's in der Mercedes-Benz Arena. Der VfB hat durch Augsburgs Heimsieg am Nachmittag bereits vor dem Anpfiff in Bad Cannstatt starken Druck verspürt. Durch den Pausenrückstand hat sich die Verunsicherung bei den Schwaben noch einmal vergrößert. Das Weinzierl-Team präsentiert sich gegen eine gut funktionierende, aber keineswegs unantastbare Gästeabwehr als Ideenlos und bietet den Breisgauern zudem durch ein unpräzises Aufbauspiel viele Gelegenheiten zum Umschalten. 4619:03 Einwechslung bei VfB Stuttgart - größer als Mario Gomez. 4619:03 Auswechslung bei VfB Stuttgart - größer als Anastasios Donis. 4619:02 Anpfiff 2. Halbzeit 4518:47 Halbzeitfazit. Der SC Freiburg führt zur Pause des Baden-Württemberg-Duells beim VfB Stuttgart mit 1:0. Der Gast aus dem Breisgau startete fulminant, ließ das Netz hinter Sieler mit seiner ersten Annäherung zappeln. Nach Ablage von Petersen schob Haberer überlegt aus mittlerer Distanz unten links ein, Vierter. Dies brachte die Schwaben früh ins Nachdenken und führte zu einer 10-minütigen Phase der Verunsicherung. Nach einer guten Viertelstunde liefen die Stuttgarter Kombinationen zwar wieder flüssiger, doch die clever gegen den Ball arbeitenden Gäste ließen in ihrem Defensivdrittel überhaupt nichts anbrennen. Der Sportclub konnte sich trotz seiner Zurückhaltung sogar eine gute Chance zum zweiten Treffer erarbeiten, als der eng bewachte Höhler einen Kübler-Querpass aus 7 Metern knapp neben die rechte Stange setzte. 22. Erst in der letzten Viertelstunde fanden die Hausherren Zugang zum Strafraum der Streichtruppe, mehr als ein wuchtiger, von Schwolo parierter Konterabschluss durch Eswein, 32. sowie ein Stocherball von Gentner, 37. der den rechten Pfosten verpasste, sprangen aber nicht heraus. Bis gleich, 4518:45 offizielle Nachspielzeit Minuten, eine die erste Halbzeit wird um 60 Sekunden verlängert. 4518:45 Freiburg verzeichnet einen Entlastungskonter über die linke Seite. Petersen sucht Höhler im Zentrum mit einer hohen Hereingabe, doch die ist unpräzise. Der CF-Mann mit den 9 auf dem Rücken kommt erst auf dem rechten Flügel an die Kugel. 4218:43 Der VfB sorgt kurz vor dem Kabinengang für eine erste echte Druckphase, schnürt den Sportclub an dessen 16er ein. Donis lauert nach einer Gonzales-Hereingabe von der rechten Seitenlinie vor dem zweiten Pfosten, drückt den Aufsetzer mit dem linken Knie aus 9 Metern aber nur in Schwolos Arme. 3918:40 Während Gulde unterstützt von 2 Betreuern in Richtung Katakomben humpelt, feiert Schlotterbeck sein Debüt in der Bundesliga. Der 21-Jährige, der ansonsten in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kommt und heute erstmals zum Kader gehört, übernimmt den freien Platz in der Abwehrkette. 3818:38 Einwechslung bei SC Freiburg, - größer als Kevin Schlotterbeck. 3818:38 Auswechslung bei SC Freiburg, - größer als Manuel Gulde. 3818:38 Gulde benötigt außerhalb des Feldes medizinische Hilfe. Sofort zeigt das verantwortliche Personal an, dass der Verteidiger nicht weiterspielen kann. 3718:36 Die nächste gute Gelegenheit für den VfB. Infolge einer halbhohen Eswein-Flanke von der tiefen rechten Seite bekommen die Gäste die Kugel in 2 Anläufen nicht geklärt. Aus dem Getümmel und gut 14 Metern schießt Gentner in Richtung flacher rechter Ecke. Das Leder kollert knapp am Aluminium vorbei. 3518:35 Beide Mannschaften vermitteln nach Ballverlusten keinen geordneten Eindruck.
Der Sportclub hat nach eigener Ecke erstmals defensive Schwierigkeiten offenbart, nachdem er seinem Keeper Schwolo eine halbe Stunde lang einen ruhigen Abend verschafft hat. 3218:32. Und die ist Startpunkt der besten Stuttgarter Chance. Esweit gewinnt ein Kopfballduell und leitet dann selbst den Gegenstoß ein. Er treibt die Kugel fast über den gesamten Platz und hat auf links und rechts zwei Anspielstationen. Er probiert es trotzdem alleine, indem er aus vollem Lauf und gut 17 Metern abzieht. Schwolo hebt rechtzeitig ab und pariert klasse in der oberen rechten Ecke. 3118:31. Freiburg kontert. Griffo tanzt Kabak nach einem langen Schlag aus der eigenen Hälfte an der linken Eckfahne aus. Er legt in den Bereich vor den 16er ab. Dort fackelt Haberer nicht lange, diesmal kann sein Schuss zur Ecke geblockt werden. 3018:30. Eswein hat Glück, dass er nach einer Schwalbe auf der linken 16er Seite keine gelbe Karte aufgebrummt bekommt. Der zuständige Verteidiger Gulde teilt dem Leihspieler von der Hertha seine Verärgerung über diese Unsportlichkeit lautstark mit. 2918:29. Nach einer Verlängerung vor dem kurzen Pfosten lauert Zuber vor der langen Ecke. Er setzt zu seinem Kopfball an, erzeugt aus gut 6 Metern und spitzem Winkel aber keinen Druck. Die Kugel landet zudem im linken Torhaus. 2818:28. Infolge einer ungefährlicher Flanke von der rechten Stuttgarter Angriffsseite produziert Gulde einen Querschläger ins rechte Torhaus und damit einen unnötigen Eckball. 2518:25. Gelbe Karte für Anastasios Donis, VfB Stuttgart. Augenblicke später erwischt es dann den Torschützen des jüngsten Auswärtsspiels. Donis arbeitet im Luftduell mit Kübler mit dem rechten Ellenbogen, trifft den Freiburger Flügelverteidiger im Nacken. 2418:25. Askasiba bewirbt sich für eine erste Verwarnung, als er den absprungenden Haberer unweit der Mittellinie mit einem harten Körpereinsatz niederstreckt und einen unsanften Aufprall riskiert, der glücklicherweise ausbleibt. Referee Aitken lässt den Argentinier noch einmal mit einer Ermahnung davonkommen. 2218:20. Höhler verpasst das 0:2 nur knapp. Nachdem sie sich im linken Mittelfeld auf engem Raum befreit haben, verlagern die Breisgauer über zwei Stationen schnell auf die tiefe rechte Seite zu Kübler. Der spielt flach vor den kurzen Pfosten, wo Höhler aus 7 Metern zwar abnehmen kann, dabei aber eng von Kabak bewacht wird. Er schiebt das Leder einen halben Meter rechts an der Stange vorbei. 2018:20. Freiburg, das durch die Führung in der Live-Tabelle auf den 12. Tabellenplatz aufrückt und den Vorsprung auf den Relegationsrang auf 10 Zähler ausbaut, fühlt sich in der passiven Rolle. Etzes nun einnimmt, sehr wohl. Nur nach hohen Bällen von den Außen sind die Gäste im eigenen 16er gefordert. 1818:17. Gentner will einen Freistoß aus halbrechten 26 Metern direkt im Kasten der Breisgauer unterbringen. Seine halbhohe Ausführung mit dem linken Fuß wird von der schwarz-roten Mauer zur Ecke abgefälscht. Die bringt dem VfB keine gefährliche Strafraumszene ein. 1618:15. Stuttgart will sich durch lange Kombinationen im mittleren Feld Drittel Sicherheit holen, wirkt aber selbst in diesen torfernen Rasenregionen nicht immer passsicher. Das Weinzierl-Team hat immer noch mit den mentalen Folgen des frühen Gegentores zu kämpfen. 1318:12. Petersen ist im Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Strafraumkante Adressat eines halbhohen Balles durch den aufgerückten Günther. Er lässt die Kugel elegant über seinen linken Innenriss gleiten, befördert sie aber weit links am Ziel vorbei. 1118:10. Die Schwaben leisten sich durch Askasiba einen Aufbaufehler, der die letzte Abwehrkette in Bedrängnis bringt. Freiburg verpasst einen schnellen Abschluss und wird daraufhin durch eine Abseitsstellung gestoppt. 918:08. Einmal mehr rennt der VfB vor eigenem Publikum einem Rückstand hinterher.
hier und heute hat er durchaus vielversprechend begonnen, ließ beim ersten Vorstoß der Streichtruppe aber viel zu große Abstände in den zentralen Räumen, 618-06. Kurzer Nachtrag zur Gästeformation, Christian Streich hat infolge der 2:4 Heimpleite gegen 1899 Hoffenheim dreimal umgestellt. Philipp Lien hat, Lukas Kübler und Vincenzo Grifo beginnen anstelle von Pascal Stenzel, Jerome Gondorf, beide auf der Bank und Mike Franz nicht im Kader. Mit Innenverteidiger Kevin Schlotterbeck gehört ein Akteur aus der Regionalligamannschaft erstmals zum Kader, 418-04 Tor für SC Freiburg, 0:1 durch Yannick Haberer wie im Hinspiel jubeln die Breisgauer früh. Petersen, der an der linken Strafraumlinie von Höhler bedient wird, hat das Auge für den vor der zentralen Strafraumkante völlig freistehenden Haberer. Er produziert aus gut 20 Metern einen eher sanften, aber sehr platzierten Rechtsschuss, an den Sieler in der flachen linken Ecke nicht herankommt, 418-03 während der Weltmeister sein erstes Pflichtspiel seit dem 9. Dezember und seit der Bekanntgabe seines Wechsels nach München bestreitet, gibt Winterneuzugang Ozan Kabak Galatasaray SK, sein Heimdebüt feiert 318-03. Markus Weinzierl hat im Vergleich zur 1:4 Niederlage beim VfB Stuttgart eine personelle Änderung vorgenommen. Benjamin Pavard ist wieder einsatzbereit und bekommt auf der rechten Abwehrseite den Vorzug vor Andreas Beck, der nur zum erweiterten Aufgebot gehört, 218-01 S-Wein startet durch. Nach 65 Sekunden wird der Leihspieler aus Berlin auf dem rechten Flügel nach langem Ball aus der eigenen Hälfte von Gonzalez per Kopf geschickt. Er tankt sich in den 16er und spielt flach vor den Kasten. Dort rettet Gulde mit einer sauberen Grätsche vor dem einschussbereiten Argentinier 118-00 VfB vs. SCF. Der Ball in der Mercedes-Benz Arena rollt 18 Uhr. Nils Petersen entscheidet die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Christian Gentner für sich und sorgt dafür, dass Stuttgart schon in Durchgang 1 in Richtung Fankurve spielt. Die Hausherren stoßen an, 17.58 Uhr, die 22 Hauptdarsteller betreten vor gut 50.000 Zuschauern den Rasen, 17.46 Uhr am 36. Bundesliga-Vergleich zwischen Stuttgart und Freiburg ist in Sachen Regelkunde ein Gespann beteiligt, das von Dennis Aitken angeführt wird. Der 40-jährige Unternehmer aus Franken pfeift seit der Saison 2008-2009 in der höchsten nationalen Spielklasse und steht seit 2011 auf der FIFA-Liste. Bei seinem 156. Einsatz in der Bundesliga unterstützen ihn Christian Dietz und Eduard Beitinger an den Seitenlinien. Als vierter Offizieller kümmert sich Robert Hartmann um die Verwaltungsaufgaben zwischen den Coaching-Zonen, 17.35 Uhr. Fakt ist, wir haben zu viele Tore zugelassen. Wir können nicht immer Rückständen hinterherlaufen und Spiele drehen. Wir haben Hoffenheim nicht gut genug bedrängt und waren individuell nicht zweikampfstark genug. So gewinnen wir keine Spiele. Wir müssen uns in den Basics steigern, geht es SCF-Coach Streich um die einfachen Dinge, die seine Akteure wieder richtig machen sollen. Das Hinspiel Mitte September endete mit einem 3:3 Unentschieden, in dem Freiburg schon nach 45 Sekunden führte und im zweiten Durchgang zwei Rückstände egalisierte, 17.30 Uhr mit 7 Gegentoren in 2 Begegnungen ist die größte Baustelle des Sportclubs aktuell ebenfalls die Defensivabteilung, er verfügt nicht über die Klasse im Angriff, um solche Schwächen wie bei der jüngsten Niederlage gegen die Kraichgauer dauerhaft zu kompensieren. Heute hat das Freiburger Offensivspiel aber wieder eine neue, kreative Komponente, Leihspieler Vincenzo Grifo, der zuletzt gegen seinen Stammverein 1899 Hoffenheim vertragsbedingt zum Zuschauen verdammt war, gehört zur ersten Formation der Breisgauer, 17.25 Uhr. Auch beim SC Freiburg hat sich die Nullausbeute der ersten 180 Minuten der Hinrunde wiederholt.
Die Mannschaft von Trainer Christian Streich, die als Tabellenelfter in die Winterpause gegangen war, unterlag zunächst bei der SG Eintracht Frankfurt trotz einer grundsätzlich ganz ansprechenden Leistungen wegen einer schwachen Viertelstunde vor der Pause mit 1:3 und musste sich am letzten Samstag 1899 Hoffenheim vor heimischer Kulisse mit 2:4 geschlagen geben. Vor dem Gastspiel in Stuttgart sind die Breisgauer nur noch 14. des Tablos, 17.20 Uhr, für uns geht es um brutal wichtige 3 Punkte. Am Sonntag haben wir die große Chance, diese Punkte vor heimischem Publikum zu holen und damit den Abstand auf einen direkten Konkurrenten spürbar zu verringern, weiß Markus Weinzierl um die große Bedeutung der kommenden 90 Minuten, auch für die Stimmung im Umfeld. Es gilt, die Fehler, die in der zweiten Halbzeit in München zu einfachen Gegentoren geführt haben, abzustellen. Nach vorne brauchen wir noch mehr Wucht, Geradlinigkeit und Abschlüsse, sieht er Steigerungspotenzial nicht nur in der Defensive. 17.15 Uhr beim FC Bayern München konnte das Weinzierl-Team am vergangenen Sonntag nach einem frühen Rückschlag, 5. durch Donis präzisen Rechtsschuss aus mittlerer Distanz ausgleichen, 26. und war einer Führung vor dem Kabinengang ähnlich nahe wie der damalige Tabellenzweite. Im zweiten Durchgang geriet es dann durch einen von Gentner ins eigene Tor abgefälschten Ball, 55. auf die Verliererstraße und unterlag trotz eines lange Zeit sehr ordentlichen Auftritts noch deutlich mit 1:4, 17.10 Uhr. Der VfB Stuttgart hat wie in der Hinrunde seine Vergleiche mit Mainz und München verloren. Scheiterten bessere Ergebnisse im Sommer unter Taifan Korkut in der Opel Arena 0:1 und gegen den Rekordmeister 0:3 in erster Linie an der offensiven Harmlosigkeit, mangelte es den Schwaben zuletzt gegen die Rheinhessen 2:3 und in der Allianz Arena 1:4 an der nötigen Sicherheit in der Abwehr. Unter Markus Weinzierl, der Ende Oktober das Traineramt übernommen hat, kassieren sie durchschnittlich 2,4 Gegentore pro Partie. 17.07 Uhr. Auch die zweite Begegnung des Bundesliga-Sonntags steht im Zeichen der unteren Tabellenhälfte. Wie am Nachmittag zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FSV Mainz 05 ist ein Club aus den gesicherten Regionen des Tablos bei einem unmittelbar gefährdeten Club zu Gast. Durch den sich anbahnenden deutlichen Heimerfolg der Fuggerstädter steht der VfB stark unter Druck. Sowohl für die Landeshauptstädter als auch für die Breisgauer geht es heute darum, die ersten Punkte im Kalenderjahr 2019 zu holen. Den Januar haben beide Clubs verpatzt. 17 Uhr ein herzliches Willkommen zur abschließenden Partie des 20. Bundesligaspieltags. Im Baden-Württemberg-Duell empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. Bleiben die Schwaben in Sichtweite zum rettenden Ufer oder verabschieden sich die Badener mit einem Triumph in der Mercedes-Benz-Arena bis auf Weiteres aus dem Abstiegskampf?